Recht herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Hörerinnen und Zuhörer, bei unserer heutigen Expertenrunde Vorderabschnitt, ein neues Format, das wir starten. Und wir haben ganz tolle Referenten für diese Fortbildung gewinnen können. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind und darf dann schon mal beginnen, Ihnen ein bisschen mehr über das Webinar heute, wie was wir vorhaben, mit zusammen berichten und auch, wie Sie sich mit uns austauschen können. Ich freue mich, Ihnen zunächst einmal die Teilnehmer des heutigen Webinars vorstellen zu dürfen. Und zwar möchte ich beginnen mit Herrn Dr. Tobias Duncker. Herr Duncker ist zugeschaltet aus Halle. Er arbeitet im Institut für Augenheilkunde in Halle und hat einige spannende Fälle im Köcher. Es geht weiter dann mit Professor Daniel Kog aus Gräfelfing. Das hört sich nicht nur bei München an, es ist auch bei München, als wenn das nicht geläufig ist. Jetzt weiß ganz Deutschland, wo Gräfelfing liegt. Und ich darf Sie recht herzlich als neuen Referenten zum ersten Mal heute dabei bei uns begrüßen. Und zu guter Letzt begrüße ich noch Herrn Raphael Neuhan und er ist im MVZ Dr. Neuhan in München niedergelassen und rockt da seinen Bereich Tag für Tag, und ihn durften wir schon mal genießen in einem vergangenen Webinar, und umso mehr freut uns, dass beide vergangenen und auch ein neuer Mitspieler heute dabei sind. Das heißt, zum einen, es war nicht ganz so grausam letztes Mal, und natürlich haben wir auch ein bisschen Abwechslung durch unseren neuen Mitspieler dabei. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind, auch vielen Dank draußen an den Bildschirmen, dass Sie dabei sind. Und wir dürfen beginnen mit Herrn Dr. Duncker. Wir haben uns Folgendes überlegt, nochmal für alle, wie das funktioniert. Herr Duncker wird, wir haben da so einen Mix, manchmal PowerPoint, manchmal aus der Software, dem HX2 heraus, direkt die Fälle vorgestellt. Es gibt immer so ein paar Happen. In erster Linie sind die Experten erstmal unter sich. Die sind auch nicht gegenseitig gebrieft. Also es ist sozusagen wie die Frühbesprechung. Der eine Kollege stellt den Fall vor und die anderen versuchen sich dann mit ihm zusammen reinzudenken und vor ihren Augen die Lösung zu entwickeln, wo wir hinkommen. Und es ist auch nicht immer eine eindeutige Lösung, würde ich mal sagen, sondern es gibt Spielraum für Diskussion, Spielraum für Anregungen. Und bitte, bitte nutzen Sie die Chatfunktion, die Fragenfunktion oder nehmen Sie aktiv an der Diskussion teil. Herr Duncker, in Halle ist hoffentlich alles vorbereitet. Ich sehe, der Heix ist da, Fälle sind da, und dann wünsche ich allen eine spannende Fortbildung. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier Ihnen zwei Fälle vorstellen zu können. Der erste Fall, eigentlich Standard für uns, hat sich dann etwas anders entwickelt als der Standard. Mal sehen, was Sie dazu sagen. Also der erste Fall ist ein 57-jähriger Patient, bei dem wir 2010 einen refraktiven Linsenaustausch durchgeführt haben. Der Patient, der war vor der Multifokallinsenimplantation Hyper-O bei ca. plus 5. Und im Jahr 2017 wurde dann schon am linken Auge eine JAK-Kapsulotomie durchgeführt. Jetzt kam der Patient im Februar diesen Jahres, weil er das Gefühl hatte, auf dem rechten Auge schlechter zu sehen. Wir haben dann auch am rechten Auge eine JAK-Kapsulotomie durchgeführt, und bei der postoperativ oder bei der Kontrolle nach der Laserung hat der Patient dann auch unkorrigiert 0,8 gesehen und war zufrieden. Einen Monat später stellt der Patient sich wieder bei uns in der Praxis vor und klagt über eine deutliche Sehverschlechterung. Er hat das Gefühl, wie durch so eine Milchglasscheibe zu sehen, und der Visus ist auf 0,4 abgefallen. Wir haben dann als erstes ein OCT gemacht, was ich Ihnen mal zeigen möchte, um auszuschließen, dass da ein Makuladem vorliegt. Hier im rechten Auge sah die Makula aber eigentlich ganz gut aus. Man sieht allerdings hier auf der korrespondierenden Fundusaufnahme auf der linken Seite, dass die Netzhautdetails schlecht zu sehen sind. Der Einblick erscheint relativ verwaschen. Jetzt möchte ich Ihnen mal die Anterion-Aufnahmen von dem Tag zeigen.
Das ist hier also das rechte Auge, wo der Patient Beschwerden hat. Und man sieht da hinter der Multifokallinse also eine Hyperreflektivität, die sehr klar abgegrenzt ist. Was könnte das sein? Der Patient ist ja schon gelasert worden. Am anderen Auge zeige ich Ihnen mal, wie das normalerweise aussieht, wenn Patienten schon eine Jagdkapsulotomie hatten. Man sieht hier noch Reste der Nachstarmembran. Der Nachstar ist hier so etwas fibrosiert, aber im Zentrum ist eine schöne Lücke nach dem Lasern. Und hier sieht man den Glaskörper. Auch an der Spaltlampe war es so, dass, wenn man sich das angeschaut hat, man hinter der Linse so eine weißliche, klar umgrenzte Trübung sehen konnte. Das sah fast so aus, als wäre da eine zweite Linse dahinter. Das hatte in etwa die gleiche Dicke. Die Linse an sich war nicht getrübt. Wir haben uns dann überlegt, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Vielleicht können wir an dieser Stelle ja mal eine kurze Raterunde sozusagen mal reinstreuen, würde ich mal sagen. Das ist perfekt. Die Frage ist ja schon gestellt. Sie haben mal die ersten Bilder gesehen. Und vielleicht schreibt einfach mal jeder, Sie werden jetzt nicht mit Namen genannt. Ich würde das dann gerade mal so die Dinge vorlesen, die hier anfallen. Vielleicht gibt es Vermutungen, Ideen an dieser Stelle. Und wir lassen uns mal 30 Sekunden Zeit, diese zu sammeln. Was würde da zuerst in Ihren Kopf schießen, wenn Sie sich diese Aufnahmen zuerst mal anschauen? Also wir haben beide Aufnahmen gesehen. Wir sind jetzt hier im rechten Auge. Es ist nochmal hier über raus vergrößert. Wie beschrieben sehen Sie die Linse dahinter, die deutlich beschriebene Struktur, nenne ich es mal. Und das andere Auge vielleicht nochmal im Vergleich. Was könnte hier die Ursache sein? Auch hier können wir nochmal rein vergrößern. Gerade nochmal draufklicken, jawohl. Trauen Sie sich, schreiben Sie mal einfach in den Chat was rein, was denn Ihrer Meinung nach hier vorliegen könnte. Ich habe hier flüssiger Nachstar, ist hier ein Wort. Wir lassen das jetzt mal so genau stehen. Das war dann im Grunde auch unsere Vermutung, dass durch das Lasern, achso, jetzt wollte ich Ihnen das nicht wegnehmen, Dr. Schulz. Nein, das ist in Ordnung. Wir haben bis jetzt eine Rückmeldung. Der Rest der Gruppe ist noch etwas scheu, aber flüssiger Nachstar hätten wir jetzt mal. Da können wir jetzt mal von ausgehen. Wie geht's weiter? Es war ja im Grunde so, dass der Patient erst gut sehen konnte und sich das dann langsam verschlechtert hat. Und unsere Hypothese war im Grunde auch, dass möglicherweise durchs Lasern sich die Nachstarrreste verflüssigt haben, dann aber möglicherweise die vordere Glaskörpergrenzmembran nicht beim Lasern mit zerschossen wurde und dadurch sich in dem Raum zwischen hinterer Linsenfläche und vorderer Glaskörpergrenzmembran diese flüssigen Nachstarreste dann im Grunde gesammelt haben. Wir haben dann erneut eine Jagdlaserung durchgeführt, haben einige Schüsse im hinteren Bereich dieser Trübung gesetzt und tatsächlich floss dann diese weißliche Masse dann so langsam in den Glaskörperraum hinein. Und hier sieht man dann nochmal, wie das nach 2 Tagen aussah. Man sieht immer noch etwas diese Hyperreflektivität im Glaskörperraum im Vergleich zur anderen Seite, wo das also optisch leer ist. Aber der Patient hatte dann einen vollen Visus und war sehr zufrieden. Vielleicht nochmal als kleines Quiz für meine Co-Referenten so zum Warnwerden. Wenn ihr euch die Multifokallinse hier anschaut in der Vergrößerung,
Könnt ihr mir sagen, was das für eine Linse ist? Dann schalten wir mal die Expertenrunde zu und fragen mal einen nach dem anderen, ob es hier eine Antwort geben könnte. Dauert noch einen kleinen Moment, bis die Zuschaltung kommt. Wir alle können noch schauen. Sie dürfen trotzdem natürlich schon mitmachen. Hier sind alle da. Vielleicht gibt es jemand, der sich meldet. Herr Neuhan, Sie scheinen schon was auf der Zunge liegen zu haben, jedenfalls. Ob Herr Dr. Dunker erwartet, dass Sie das Linsenmodell sagen, aber vielleicht könnte man ja vermuten, dass es hydrophil ist, zumindest aufgrund dieser feinen, ja, vielleicht glistening-artigen Einschlüsse. Das wäre jetzt meine einzige Vermutung. Was ich vielleicht noch gesehen habe, als er den Augenhintergrund, also die OCT-Aufnahme von der Makula zeigte, hat man ja eigentlich einen Effekt, den ich noch nie gesehen habe, gesehen, dass man quasi die Ringe der IOL auf dem Infrarotbild so ein bisschen gesehen hatte. Also im Sinne von einer diffraktiven Optik. Ja, aber genau auf dem linken Bild ist sie initial. Oder auch hier sieht man es ganz gut, ja. Also in dem Übersichtsbild. Habe ich so noch nie gesehen. Nee, das ist tatsächlich von Alcon Multifokal und so eine Restore. Also man kann ja doch sehr schön da die Glistenings sehen, die da in der Zeit recht typisch waren. Das stimmt, ja. Gibt es da vielleicht mal als Frage an die Runde, vielleicht auch an Herr Koch oder wer immer es beantworten will, gibt es wirklich, also mich hat die Frage jetzt, Herr Dunker, wirklich erstaunt, dass Sie fragen, wie sieht man im OCT die Linse? Das hätte mich jetzt, also das hat grenzt schon an Wetten, dass ich kann am OCT das Linsenmodell erkennen. Gibt es da tatsächlich typische Erscheinungsbilder im OCT? An alle die Frage, wo Sie sagen, ja, wenn ich das sehe, das ist typisch oder ist das jetzt gerade nur dieser spezielle Fall so? Von meiner Seite aus schwierig, anhand von dem OCT-Bild das zu sehen. Da fehlen, glaube ich, die Erfahrungswerte, mit der Technik alle Linsen zu messen. Man kann, es kommt auch auf die Pupillenweite drauf an, ob das eine einteilige Linse ist oder eine dreiteilige, aber es ist sicher schwierig vom Typ das zu sagen. Also ich glaube, da würde ich mich jetzt auch schwer tun. Ja, das ist eine eigene Linse. Verstehen. Sonst noch Kommentare zu dem Mir ist noch aufgefallen, dass man häufiger so eine Anterion-Aufnahme sieht bei Patienten mit Multifokallinse. Und also wenn man dieses Glistening sieht, wenn ich dann in die Akte schaue, was das für eine Linse war, meistens ist das eine Akkusoptik. Okay. Ja. Was mir noch eingefallen ist zu dem Fall, eine Vitritis war da nicht zu sehen hinterher, dass da Zellen waren oder so, dass das eine Reaktion im Glaskörper war und dann sekundär. Nee. Das sah eigentlich, soweit wir das beurteilen könnten, reicht bei aus, wobei der Einblick dann in den Glaskörperraum auch nicht optimal war. Was mich ein bisschen verunsichert, normalerweise würde man ja denken, dass die vordere Glaskörpergrenzmembran da auch mit zerschossen wird. Wie das so definiert dann sich in dem Raum sammeln konnte, das hatte ich so vorher noch nie gesehen, aber dadurch, dass es dann mit dem Lasern sich entleert hat und denk ich mal, dass unsere Theorie dann richtig war letztendlich. Da greifen Sie auch eine Frage voraus. Die Frage ist, wie sich das nämlich sammeln konnte. Gibt es da noch Ideen, wie das überhaupt, was da der Pathomechanismus dahinter ist, dass sich das so anstaut? Nein, ich habe mich danach ein bisschen schlau gemacht, wie die Anatomie ist. Also es gibt einen Raum hinter der Augenlinse, und zwischen der vorderen Glaskörpergrenzmembran, der tatsächlich so definiert ist. Allerdings ist ja die Vorderseite von diesem Raum aufgemacht worden. Da ist ja dann die Multifokallinse im Grunde dazwischen. Wie das geklappt hat, dass das immer noch in dem Raum so eingeschlossen war, das kann ich nicht genau sagen. Aber rein anatomisch gibt es da einen Raum, wo sich das sammeln kann. Herr Neuhan? Ja, meine Frage, ich habe, also nur um es richtig zu verstehen, es wurde vorher der Nachstrahl ja gelasert. Ne? Und war das denn, können Sie das sagen, ob das ein klassischer Nachstrahl war? Denn sozusagen das, was ich gesehen habe, auch nur selten tatsächlich, ist, dass sich so ein bisschen Flüssigkeit hinter der IOL
also zwischen IOL-Rückfläche und der hinteren Linsenkapsel sammelt. Die hintere Linsenkapsel relativ klar ist und da, dort sich eben so eine sichelförmige, ja, flüssiger Nachschau sozusagen, wenn man so will, sammelt. Das wohl extrazelluläre Matrix von diesen Linsenepithelzellen ist. Aber dass es dann quasi nach einer Nachstarbehandlung sich dann in dem sogenannten Raum sammelt, das habe ich auch noch nie erlebt, weil das muss ja ein Prozess sein, der erst danach dann begonnen hat. Genau. Ich habe die Laserung selber nicht durchgeführt. Das hat eine Assistenzärztin von uns gemacht, die sehr gut ist, aber noch vorsichtig. Also es kann schon sein, dass sie da so ganz präzise gelasert hat und dann gar nicht so weit nach hinten gekommen ist. Aber wie das genau ausgesehen hat, kann ich nicht genau sagen. Müsst ihr nochmal mit ihr sprechen. Wir haben ja weit über 40 Experten auch, die wir vielleicht noch fragen könnten. Da sind illustre Namen dabei. Vielleicht kann da noch jemand eine Prognose wagen, eine Idee haben oder wer hat es schon mal gesehen vielleicht und kann dann noch der Gruppe dafür berichten, bevor wir dann den Fall abschließen. Gibt es da schon Erfahrungswerte aus der Zuhörergruppe, die Ähnliches schon gesehen, erlebt und behandelt haben? Gut, anscheinend ein seltener Fall. Dann schaue ich nochmal auf den Fragenmonitor. Auch da alles gut diskutiert. Und ja, Herr Dunker, ich bedanke mich für den Fall. Wir können auch jetzt so in der Runde zusammenbleiben. Das hat sich, ist eigentlich ganz, ganz schön. Und der nächste im Bunde wäre der Herr Professor Koch, meines Wissens nach. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Schulz, auch für die Einladung für das Webinar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mal hier weiter. Der erste Fall ist aus der Kindersprechstunde. Okay, also das ist eine junge Patientin, stellt sich vor mit Sehbeschwerden, abends Doppelbilder, monokular, kam mit dem Vater und letzter Augenarztbesuch war ohne Probleme vor 1,5 Jahren. Und unten sehen Sie die Refraktion, also Myopie, dann Astigmatismus, auf der einen Seite gegen die Regel, auf der anderen Seite oblique und Zykloplegie-Refraktion haben wir auch gemacht. Sonst war der Organbefund regelrecht. Gut, wenn man sowas sieht, gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Myopie entsteht. Genau, das Auge wächst oder wir haben was an der Hornhaut. So, und das waren die Tomografiebilder. Und wie man unschwer erkennen kann, hat die Patientin hier eine relativ steile Hornhaut auf beiden Seiten. Und zwar noch nicht 47,4, aber doch deutlich steiler als 44 Dioptrien. Eine untere Aufsteilung hier, so asymmetrische Sandurform hier auf der Seite. Und bei einer relativ dicken Hornhaut, also Sie sehen hier über 600 Mikrometer. Wenn ich so das beim Erwachsenen sehen würde, dann wäre meine erste Frage, tragen Sie Kontaktlinsen? Weil sowas auch durch Kontaktlinsen tragen verursacht werden kann, als sogenanntes Corneal Warpage. Also eine Aufteilung, vor allem eine Epithelverdickung, meistens inferior, und zwar nur des Epithels, ja, also nicht der gesamten Hornhaut. Hier wäre zum Beispiel ein Epithelmapping sehr schön. Darauf freuen wir uns alle beim Anterion, wenn man das technisch auch möglich ist, beim Anterion durchzuführen, theoretisch. Gut, das haben wir jetzt nicht. Also das hilft uns jetzt nicht weiter. Aber die Patientin hat keine Kontaktlinsen getragen, hat überhaupt nichts getragen mit 8 Jahren. Das nächste, was ich mir angeguckt habe, war dann hier den hinteren Float. Also die Abweichung von der Best-Fits 4. Vielleicht nochmal zur Erklärung, weil das immer so ein bisschen manchmal schwierig ist vom Verständnis, was das eigentlich ist. Also die Best-Fits 4 ist die Sphäre, die der Hornhaut, dieser individuellen Hornhaut am ehesten nachkommt. Also die versucht sozusagen alle Unregelmäßigkeiten dieser Hornhaut möglichst auszugleichen und legt eine Sphäre durch die Hornhaut, wo die Abweichungen nach oben oder unten möglichst gering sind. Man kann sich das vorstellen wie so ein Meeresspiegel. Ja, wenn Sie die Hornhaut auf dem Meeresspiegel auseinanderziehen, wo es dann nach oben und unten Abweichungen gibt. Und der hintere Float, also der posteriore Float, die dicken Abnahme
in die Hornhaut hinein, hier in Mikrometern angegeben. Wenn das hier über 10 Mikrometer ist, an einer Stelle, vor allem eben zentral oder hier an der dünnsten Stelle, dann ist das immer verdächtig für eine ekthatische Erkrankung, zum Beispiel Konus oder Torus. Ist also bei ihr nichts zu sehen. Ja, das ist die Frage, hat die Patientin Keratokonus oder hat sie keinen? Ich gehe nochmal eins weiter. Das ist die, genau, der Vater war ja dabei. Ist unschwer zu sehen, was der Vater hat. Also wir sehen hier auch eine inferiore Aufstellung, hier 47,5, asymmetrisch, relativ dicke Hornhaut insgesamt. Und wenn man sich jetzt mal weiter anguckt, hier den hinteren Float, ja, dann sehen Sie hier zum Beispiel diesen posterior Float, der ist hier über 30 auf dem stärker betroffenen Auge. Und wenn man sich die Achsen, das kann man hier sehr schön machen, die Astigmatismusachsen, diesen Skew of the Radial Axis oder RAX, wie sie mal heißt in der Keratokonus-Früherkennung oder Keratotorus-Früherkennung, dann sieht man hier so eine Abknickung der Achsen in ihrem Zentrum, in den optischen, in den zentralen 3 mm. Das ist auch typisch im Prinzip für einen Keratokonus oder Keratotorus. In meinen Augen ist das hier ein Keratotorus, weil es eben eine relativ dicke Hornhaut ist und wir peripher diese Veränderung haben. So, und die Frage ist jetzt, wie gehen wir weiter vor? Was machen wir mit der Patientin? Ist jetzt quasi die Erstdiagnose Keratokonus bei der Patientin. Und wie geht es weiter? Also ich will es mal noch nicht auflösen. Können wir das jetzt ja gerade mal in die Runde stellen hier, sowohl in die große nach draußen, wie jetzt auch hier in die Expertenrunde. Wie wäre jetzt bei der Sachlage, wie wären die nächsten Schritte? Wer könnte hier, Herr Dunker, Herr Neuern, können Sie da kommentieren? Vielleicht mal erst nach Halle. Das ist jetzt aber die Erstvorstellung gewesen, ne? Richtig, ja. Jetzt nochmal den Verlauf etwas beobachten, in 3 Monaten nochmal eine Kontrolle machen, wäre sicherlich auch möglich. Oder ich weiß nicht, ob ich direkt was machen würde in der Situation. Raphael, was würdest du machen? Ja, 8 Jahre, das ist natürlich schon, er ist noch jung. Ja? Ich meine, wir sehen den Vater, die Frage ist, wo geht's hin? Natürlich kann man konservativ, eigentlich wissen wir, wo es hingeht, ne? Dass es wahrscheinlich zunehmen wird, davon muss man ausgehen. Das heißt, entweder wir weisen es nochmal nach, wie der Dr. Dunker auch sagt, oder harte Kontaktlinsen in der Zeit anpassen, soll ja auch das Ganze ein bisschen biomechanische Stabilität geben oder ein Crosslinking. Wie sieht es in der Gruppe aus? Ich frage mal nach draußen, gerade auch das Stichwort Crosslinking ist ja jetzt gefallen. Gibt es dazu Meinungen aus dem Chat? Ich gucke mal rein, was da, ob es da eine Stimmung gibt. Vielleicht können Sie mir gerade mal eine Stimmung reinschreiben, abwarten, um Gottes Willen sofort handeln. Vielleicht könnte man da so ein bisschen eine Stimmung kriegen. Vielleicht können Sie da kurz was schreiben. Also abwarten steht hier. Abwarten ist immer gut. Immer eine Option, Verlaufskontrolle, ja, ne, ist auch, das geht in die gleiche Richtung. Auf was würde man dann, während die Fragen noch rein oder die Meinungen reinkommen, auf was würde man dann in der Verlaufskontrolle besonders achten wollen, ist hier eine Frage. Was wäre dann der Parameter, auf den man besonders schaut oder die Karte, auf die man besonders schaut, ist eine Frage. Herr Kuck, wo würden Sie da? Genau, also gute Fragen. Ich habe dann natürlich an den Tag von der Erstvorstellung schon mal das Wort Crosslinking fallen lassen und auch mal besprochen, worum es da geht. Im Prinzip der Vater mit seinem Keratokonus wusste ja schon mal, er kannte schon, wie man das behandelt im Prinzip. War natürlich sehr zurückhaltend, ist auch ein Kollege und ob des Alters seiner Tochter, völlig verständlich. Und deswegen haben wir uns zu einem aggressiven Beobachten quasi entschieden. Ja, und die Patientin, Herr Dunker hat es auch gerade, ja, 3 Monate, ich habe gesagt 2 bis 3 Monate, und dann gucken wir uns das nochmal an. Und was man also sieht, ist im Prinzip im Rahmen der Messgenauigkeit, also ich achte jetzt Folgendes, also dünnste Stelle, die ist idem, die war 2 Mikrometer dicker bei der Erstvorstellung, das ist nichts Signifikantes. Und die Keratometriewerte, Kmax, steile Achse, die Refraktion war idem, sie kam mit der Brille gut zurecht. Das war idem alles. Nach 2 Monaten hat sich nichts verändert. Ich habe das auch nochmal hier von dem hinteren Float mir angeguckt. Da war auch keine Veränderung zu sehen.
und Ihnen dann auch nochmal die Dickenkarte. Also wenn man die Dickenkarte selber sieht, da fällt gar nichts auf. Ich habe dann nachgefragt nochmal wegen Augenreiben, weil ja immer letztlich da gibt es ja schöne MRT-Bilder. Genau, das ist, darf ich kurz unterbrechen, auch eine Frage aus dem Chat, sagt, reibt die Patientin öfter die Augen bei allergischer Konjunktivitis und so weiter? Das hat die Patientin, der Vater hat es gar nicht so mitbekommen, aber auf aktives Nachfragen meinerseits hat sie gemeint, ja, sie macht das schon öfter, weil das, wenn ihr die Augen jucken oder so, dann drückt sie rum. Und letzten Endes, ich habe auch nochmal nachgeguckt in der Literatur, diese untere Aufstellung des Epithels, das kann anscheinend auch durch Augenreiben entstehen. Ich habe damals schon gesagt, Augenreiben unterlassen und Vater auch instruiert, sie soll das nicht mehr machen, weil das die Biomechanik stresst, weil das die Progression beschleunigen kann. Und im Prinzip auf dem Befund, idem, haben wir jetzt Folgendes entschieden, dass wir eben das Augenreiben wirklich unterlassen. Das ist ja auch was teilweise unbewusst ist, was die Kinder machen, und weiterhin engmaschig kontrolliert. Es gibt relativ gute Daten, was das Crosslinking bei Kindern betrifft. Es gibt auch Daten, die zeigen, dass sie fast immer zu über 90% progredient sind und auch manche, die wirklich mit Crosslinking wirklich groß geworden sind und das selber erfunden haben, quasi da gar nicht warten bei solchen jungen Kindern und Crosslinken. Und wenn man sich mal anguckt, es gibt ja EPO von EPON Crosslinking. Es gab eine Übersichtsarbeit hier aus letztes Jahr, also von den amerikanischen Pädiatern. Und die konnten bei beiden Verfahren, also bei dem EPOF und EPON-Crosslinking, eine Stabilisierung finden. Allerdings waren die Ergebnisse besser in dem EPOF-Crosslinking. So dass ich auch mit dem Vater dann besprochen habe, wenn man crosslinkt, natürlich erstmal nur ein Auge und dann EPOF. Aber wir beobachten erstmal, bis die Patientin auch älter wird und es ist natürlich weniger OP für das Kind, je älter das Kind ist. Und erstmal gucken, wie sich es verändert. Genau. Und im idealsten Fall, sage ich mal, verschwindet vielleicht diese Aufsteilung durch das nicht mehr Augenreiben, halte ich aber für unwahrscheinlich. Super. Die Runde, Herr Dunker, Herr Neuhammer. Nee, spannender Fall, sehr gut. Ja. Haben Sie mal Kind gecrosslinkt, so in dem Alter? Genau, das wäre die Frage jetzt. Hat es jemand gemacht, Herr Neuer, Herr Dunker, jemand in der Gruppe draußen? Kann da vielleicht was zu sagen? Also von meiner Seite nein. Deswegen ist ja auch bei uns in unseren Breitengraden sozusagen doch ja auch ungewöhnlich, dass mit 8 Jahren das sozusagen schon auftritt. Ich glaube, eher in arabischen Ländern ist ja häufiger berichtet, dass es früher beginnt als bei uns, so das, was ich weiß. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Daniel, aber so früh nicht. Und natürlich stellt sich die Frage, mit 8 Jahren ein Crosslinking EP-Off wird dann auch nicht mehr so gerne zum Augenarzt gehen. Natürlich, deswegen ist es sicherlich sinnvoll, das Ganze behutsam dahin zu führen. Auch wenn man irgendwo weiß, ja, es geht in die Richtung, wenn es ein Kollege ist, so wie du sagst, eben das natürlich sagen. Aber es ist ja, muss ja jetzt nicht mit Blaulicht geschehen, aber genau. In die Richtung lenken. Also in dieser Studienmeta-Analyse war das Alter, die Spanne zwischen 8 und 18. Also 8 war die jüngste oder der jüngste. Und mein jüngster Patient, damals an der LMU noch, der war 12 Jahre alt. Und der hat sehr viel besser mitgemacht in Lokalanästhesie als so manche Erwachsene, muss man so zu sagen. Und der hat innerhalb eines Jahres, ist der Kolus um 4 Dioptrien, aber der war schon sehr ausgeprägt, das waren 56 Dioptrien Hornhaut, ist der um 4 Dioptrien zurückgegangen. Ja, also das ist ja das Nächste. Man kann das ja nicht nur stoppen, sondern auch die Biomechanik, dadurch, dass das noch ein wachsendes Auge ist, so beeinflussen, dass das Crosslinking oft der Konus, gerade bei den Ausgeprägten, sich dann zurückbildet. Also dass man einen sekundären Gewinn noch hat, neben der Stabilisierung. Genau. Aber ja, es bleibt eben eine Operation. Ja. Ein spannender Fall. Gut, wir gehen ein paar Kilometer weiter. Vielen Dank, Herr Professor Koch, für den tollen Fall. Ja. Und wir gehen weiter nach München Downtown, würde ich sagen. Herr Neuhan. Vielen Dank auch für die Anmoderation und Einladung wieder. Ich bin wieder gerne dabei. Ich finde es immer sehr interessant und macht auch viel Spaß, mit diesen diagnostischen Geräten zu arbeiten.
Ich fange an, ich habe eigentlich einen relativ klassischen Fall, den man gerne erlebt, wenn man mal eine ICL oder wenn man ICLs sieht und auch durchführt. Und möchte im Endeffekt Ihnen kurz eine 35-jährige Patientin vorstellen, die kam zu uns, hatte am rechten Auge minus 10 und einen Zylinder von minus 3, am Partnerauge eine Myopie von minus 8,25 und einen Astigmatismus von minus 2,75. Vorderkammertiefe lag bei 3,37 und das Weiß zu Weiß in unterschiedlichen Messungen zwischen 2,2 und 2,4. Wir messen meist mit unterschiedlichen Geräten das Weiß zu Weiß, da ja dort auch Schwankungen sind, wann ist die Grauabstufung da, welches Gerät misst wann, um da ein Gefühl dafür zu bekommen. Somit vielleicht für diejenigen, die das auch in der präoperativen Planung von so einer Linse nicht ganz so häufig kennen, zählt halt die Vorderkammertiefe, sagen wir mal, die Vorderkammertiefe und das Weiß zu Weiß zu den Hauptfaktoren, die die Größe einer ICL beeinflussen. Und in dem Fall war das Besondere, die Patientin war eine Asiatin aus Taiwan. Und im Endeffekt ist das ja was man immer hört. Ja, in Europa haben wir durchschnittlich ICL-Größe so von 13,2, also Größe 3 von 4, wenn man so möchte, am häufigsten implantiert. Und in Asien ist es tendenziell eher die 12,6er, also Größe 2 von 4. Das war so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Wir haben dann auch mit meinen Refraktivplanern darüber gesprochen, haben uns das überlegt und durchgerechnet, haben uns aber dennoch dazu entschieden, die 13,2er ICL zu wählen, weil es von den Daten gut gepasst hat. Und dann am 10.12. Haben wir die erste Kontrolle postoperativ gemacht. Und dann sehen Sie schon, es ist nicht ganz so, wie wir uns das wünschen. Genau, wir haben hier ein deutliches Hypervolting. Also da brauchen Sie keine Arterien dafür natürlich, um es zu sehen. Das sehen Sie auch an der Spaltlampe. Das Besondere eigentlich ist, und warum es das Arterien hier zum Beispiel auch geholfen hat, ist jetzt nicht die Frage, muss man was machen oder nicht, sondern im Endeffekt, wie schnell oder wie ist die weitere Planung. Das Besondere hier ist eigentlich immer, bei den ICLs, auch wenn Sie mal so ein extremes Hypervolting haben, dass Sie tatsächlich keine großen Beschwerden haben. Der Patientin ging es gut, fühlte sich gut, das Auge war reizarm, die Vorderkammer war reizfrei, Visus SC10P in noch, ja, nicht wirklich enger Pupille. Sie sehen, die Pupille tut sich natürlich, oder die Iris tut sich natürlich auch schwer, da überhaupt maximale Meiosis zu erreichen, was sie auch wahrscheinlich nicht tun wird bei diesem Vaulting. Und auch der Druck war bei 15. Und das ist eigentlich das, worüber ich persönlich am meisten besorgt war. Auch wenn die aktuellen ECLs natürlich ein zentrales Loch haben, das heißt den sogenannten Arcop-Port hier in der Mitte haben, dass wir da irgendwie ein Druckproblem bekommen, eine Winkelblock-Situation oder Ähnliches. Vielleicht hier die Frage in die Runde, weil alle da sind. Und ich weiß, Herr Dr. Dunker und auch Herr Professor Krog, beide sind, glaube ich, da auch erfahren in der Durchführung von ICLs. Und was würden Sie denn tun bei einem solchen Hypervolting von 1,87 mm? Ja, die Frage geht an die Expertenrunde, aber auch natürlich nach draußen. Wer sich hier zu äußern möchte, Hand heben, dann kann ich ihn dazu schalten oder schreiben. Aber jetzt erstmal. Habt ihr denn das zweite Auge auch implantiert schon? Oder? Nee, zum Glück nicht. Oder? Kontaktlinse erstmal oder wie? Ja. Nein, wir haben die Augen separat behandelt, ja. Also da, von meiner Stelle, da wirklich, das zeigt am besten, warum man die ICL nicht am gleichen Tag operiert, bilateral, sondern an zwei getrennten Tagen, weil es eben nicht die Infektion ist, warum man das nicht macht, sondern das Sizing. Und die ICL ist eine super Technik. Ich bin auch begeistert von der Technik, frage Hinterkammerlinsenimplantate generell. Und dieses Problem gehört dazu. Ja, das ist einfach so. Und alle, die hier zusammensitzen, an Neuern Dunker, wissen wir, je mehr ICL man operiert, desto mehr muss man auch mal tauschen oder drehen. Drehen geht bei der Linse nicht, weil es ein torisches Implantat ist. Damit wird es vielleicht auch nicht groß runter.
Was meint nochmal wegen des Drehens oder die könnte ja auf dem Ziliarkörper sitzen. Ja, aber man sieht es eben nicht. Vielleicht sieht man es im UBM. Ich weiß nicht, ob ihr ein UBM habt. Ich habe es nicht. Ja, also ich hatte mal einen Fall, die saß auf dem UBM und da war genauso über 1000, nicht so krass, aber über 1200. Und die ging runter auf 600 durch Rotieren, aber auch nach hinten drücken, weil die saß auf dem Ziliarkörper. Also ich würde die auch tauschen, weil der Kammerwinkel ja doch sehr, sehr eng ist. Ihr hattet wahrscheinlich auch keine zweite Linse euch schon schicken lassen. Das musste man dann sicherlich zweizeitig machen oder hast du das ausgesessen und dann gewartet, bis die neue Linse bestellt war? Weil der Druck war ja gut, die hat ganz gut gesehen. Andererseits ist das andere Auge noch nicht operiert. Also ich glaube, ich hätte die Linse wahrscheinlich entfernt und also ich hätte vielleicht auch abgewartet erstmal und mal in Mydriasis zum Beispiel Druck gemessen. Also das ist natürlich eine Situation, die ist heikel. Die Frage ist ja, wie ist die nachts oder wie ist der Druck, wenn die Pupille weiter ist? Also nicht, dass die einen intermittierenden Winkelblock hat oder so, das würde man dann zwar auch sehen mit der Zeit. Und das zweite ist mit dem Pigment, also die Gefahr ist natürlich aber das werden wir wahrscheinlich gleich sehen im Verlauf, ob da eben Pigmentabrieb ist von der Iris, vom hinteren Pigmentblatt der Iris. Ja, ja also vielen Dank für diesen Input. Genau diese Probleme hatte ich. Also Dr. Dunker, natürlich hatten wir keine Backup-Linse. Ich habe mir nur sagen lassen, in Asien hat man Backup-Linsen, bei uns nicht. Auf jeden Fall stand ich vor dem Problem, soll ich sie jetzt tauschen oder nicht? Patientin lebt eigentlich in der Schweiz, war für eine Woche hier. Ne? Es ist so der Klassiker, what to do. Jetzt wollte ich natürlich einen zweiten Eingriff vermeiden. Das zieht auch so ein bisschen dahin, sitzt auf dem Ziliarkörper. Ja, nein, müsste ich nochmal in das Auge gehen in dieser engen Situation, dann manipulieren. Habe ich mich nicht getraut. Und ehrlich gesagt, auch wenn, so wie der Professor Kunz schon gesagt hat, auch wenn sie ein bisschen runtergeht, sind wir mit 1,87 Mikrometer total off. Ja. Und dass wir tauschen, keine Frage. Die Frage war nur, was nehmen wir? Nehmen wir jetzt eine 12,6er oder eine 12,1er? Und in dem Fall war es eigentlich für mich relativ klar, weil es so extrem war, dass man tatsächlich auf eine auf zwei Stufen kleiner geht, auf die kleinste ICL, auf eine 12,1er ICL, was wir dann auch gemacht haben und haben dann für beide Augen sozusagen die 12,1er Linsen bestellt, haben tatsächlich innerhalb von 3 Tagen bekommen. Man sieht es hier auch und haben dann 11.12. Postoperativ nach dem Tausch die Aufnahme gemacht. Ich glaube, da sieht man auch ganz gut, warum es sinnvoll war, 2 Stufen runterzugehen. Das ist jetzt der erste Tag Post-Op. Wenn wir das mal ausmessen, ist so ein bisschen durch die Verzögerung, tue ich mich schwer. Ja, das ist immer noch 900 Mikrometer, obwohl wir 2 Stufen runtergegangen sind. Gut, erster Tag auch hier wieder. Bei uns ist es meist so, dass die Patienten am ersten Tag noch postoperativ relativ weit sind. Haben dann im Endeffekt hier nochmal eine Woche später die Aufnahme und dann auch mit dem vollen Pupillenspiel. Man sieht das auch jetzt gleich ganz schön, dass die Pupille noch enger ist in der Anterior-Aufnahme. Und auch da ist dann der Vault, also der Abstand zwischen den Linsen. Also Sie kennen das Bild am 18.12. haben wir dann einen Abstand von etwa 500. Also es ist nochmal von 900 auf 500 runtergegangen. Ich versuche es nochmal, ob ich das hier laden kann. Hier war. Und dementsprechend war das so ein bisschen ein interessanter Fall. Das Ganze war ja, wie man hier so schön sieht, kurz vor Weihnachten. So der vorweihnachtliche Stressfaktor, wenn man so will, ist ja auch für die Patientin problematisch. In dem Fall haben wir dann das Partnerauge am selben Tag implantiert, weil wir da ja dann wussten, sozusagen die Größenbestimmung passt oder sind schwer davon ausgegangen. Ja, das war's von meiner Seite. Los geht's, weiter geht's mit dem nächsten. Zweiter Fall, Herr Dunker. Ja, wir hatten ja eben eine
Patientin mit einem Hypervolt, dann ist es jetzt sozusagen das Gegenteil. Ich gehe mal in den Fall rein. Das ist eine Patientin, die jetzt 41 Jahre alt ist und 2009 eine sphärische ICL bekommen hat. Die war vorher so minus 9 Dioptrien kurzsichtig und stellt sie jetzt zur Kontrolle vor. Und man sieht in der anterioren Aufnahme, dass der Volt sehr klein ist. Das ist eine Patientin, die noch eine ältere ICL-Linse hat, wo kein Aquaport in der Mitte ist. Das heißt, man hat Sorge, die Linse, die wird dicker im Laufe des Lebens, dass irgendwann sich eine vordere Schalentrübung bildet. Und bei einer jungen Dame, die noch keine hintere Glaskörperabhebung hatte, relativ stark kurzsichtig war, wird man ja eine Kataraktoperation, also aus verschiedenen Gründen, gerne noch hinauszögern. Insofern machen wir das jetzt so, und das wollte ich Ihnen im Grunde bei diesem Fall nur kurz zeigen, dass wir beim Anterion bei Fällen, wo eine ICL einen niedrigen Volt hat, noch eine zusätzliche Messung machen. Also in diesem Matrix-Programm vom Anterion gibt es die Möglichkeit, also da wird einem ein Fixationslicht gezeigt, den Patienten, das ist wie so ein Stern, und man kann dann auf Minus drücken und den Patienten sagen, die sollen da weiter drauf schauen. Und dann kann man im Grunde auch ein Bild machen, während die Patienten akkommodieren. Das ist jetzt die Aufnahme hier aus dem März ohne Akkommodation. Und Sie sehen, wenn bei der Akkommodation, da kugelt die Linse sich dann etwas auf, ändert die Form. Und man kann das doch ganz gut sehen, ohne dass wir es jetzt ausmessen, dass bei der Akkommodation, also der Volt noch etwas niedriger wird. Es ist noch ein gewisser Abstand da, aber wir sind jetzt doch am Überlegen, ob man der Patientin nicht was Gutes tut, wenn man die ICL gegen eine ICL eine Größe größer tauscht mit Aquaport, dann hat sie möglicherweise noch viele Jahre Freude mit der ICL. Das wollte ich nur zeigen. Herr Krug, Herr Neuern, gibt es dazu Kommentare, Bemerkungen vielleicht noch? Nichts in der Stelle. Auch, denke ich, ein spannender Fall. Kannten alle die Messfunktion? Ich habe dann noch die Frage. Also, Sie nicht. Aber Sie probieren es gleich aus. Aber natürlich rennt jetzt gleich jeder zurück und schaut sich das an. Ja, Herr Dunker, vielen Dank. Ja, der zweite Fall, Professor Krug, ist dran. Vielen Dank. Sie sind perfekt in der Zeit geblieben, Herr Dunker. Wenn wir das jetzt noch zweimal hinkriegen, sind wir leicht drüber und haben trotzdem alles geschafft. Ja, lieber Herr Schulz, ich kondensiere meinen zweiten Fall mal auf das, was noch zu ergänzen ist zum Volt und von der Weiß-zu-Weiß-Messung. Vielleicht kann man die Präsentation genau. Also ganz kurz, auch eine Patientin, mal reinklicken und weiter. Eine kurzsichtige Patientin kam schon Presbio, Wunsch nach ICL. So, genau, also und da haben wir Monovision simuliert, hat sie gut vertragen. Also rein in die Planung hier im Anterion, das war die Topografie. Und hier ist die, so sieht das aus, dass man Vorderkammertiefe, übrigens wollte ich nochmal sagen, was sehr intelligent gelöst hier beim Anterion, dass die Vorderkammertiefe, also hier der Abstand zwischen kristalliner Linse und Endothel, einmal mit Epithel und einmal ohne, also mit Hornhautdicke und einmal ohne Hornhautdicke angegeben wird. Manche Geräte, da muss man das nämlich wissen, dass das vom Epithel aus ist. Also hier sieht man es ganz klar, über 3 mm. So, und dann, über was wir die ganze Zeit reden, die Planung, so schaut es dann aus, wenn man die Linsen berechnet hier, also Monovisionsplanung, das Weiß zu Weiß. Und ich sage immer kurz, immer der Weiß zu Weiß, das ist wieder IQ-Test, der misst das, was der IQ-Test misst, der misst nicht den IQ. Und das ist das Problem. Die Korrelation, auch wenn die Nomogramme so sind, ist eben extrem schlecht. Herr Dunker hat es gerade erwähnt. Bei dieser Patientin war es so, dass wir hier, weil Sie sehen, zwischen 11,8 und 11,7 Weiß zur Weißmessung, gibt er hier zwei verschiedene Linsenstärken an, 12,6 und 13,2. Und ich habe auch lieber, Herr Neuhan hat es auch erwähnt, ja meistens die Tendenz zur Mitte, die 13,2 im Zweifel passt. Ja, bei den Kaukasiern oder Mitteleuropäern zumindest. Und so, dass ich fürs rechte Auge dann die 13,2 und fürs linke netterweise auch hier von Star die 12,6
geliefert bekommen habe. Und dann habe ich mit dem rechten Auge eben am ersten Tag angefangen. Und das war am ersten Tag Postop, also das war das Auge, was auf Emmetropie gezielt war. Und was ich Ihnen hier zeigen will, eigentlich mit dem Volt, das war ein Hypervolt, nicht schlimm, aber doch 780, also etwas zu groß. Aber entsprechend auch, je höher der Volt bei einer hochmyopen Linse, desto mehr ist das eine Überkorrektur. Das heißt, Sie rutschen die Hyperopie. Das ist gerade beim Presbyopen natürlich nicht gewünscht. Beim Hyperopen ist es genau umgekehrt. Dann habe ich mich entschieden, am anderen Auge eben nicht die 13,2, sondern die 12,6 Größe zu nehmen. Ja, das war am Tag Postop am linken Auge. Ja, aber Sie sehen, was normalerweise passiert. Der Neuhan hat es auch gerade erwähnt. Es ist eben so, der Volt nimmt in den ersten Tagen, in den ersten Wochen immer so ein bisschen ab. Ja, die Linse rutscht immer weiter nach hinten. Und das war also die Woche drauf. War es dann folgender Befund? Oder gehen wir gleich nach, machen wir gleich hier nach einem Monat, subjektive Refraktion. Da sind wir rechts genau hingekommen, wo wir wollten. Wunderbarer Volt, 500, so wie wir es will. Am linken Auge von der Monovision her auch genau rausgekommen, wo wir wollten. Aber vom Volt her jetzt nicht tragisch, vor allem das neue Implantat hat ja den Ackerport, das Loch. Eben, Herr Dunker hat es ja gerade gesagt, das alte leider nicht. Insofern fühle ich mich jetzt hier auch wohl mit dem Volt, mit dem Ackerport in der Mitte. Trotzdem, im Nachhinein ist mir immer schlauer, hätte ich am anderen Auge auch die 13,2 implantieren sollen und mich nicht wegen der Refraktion oder dem 750 Mikrometer auf das. Man hat halt die Wahl zwischen zwei, und wenn man auf der einen Seite Symbol hat, dann kann man das noch entscheiden. Also Message ist eigentlich aus dem Fall ist, der Volt nimmt im Verlauf nach einer Implantation praktisch immer ab, ja, in allermeisten Fällen ab. Genau. Eine Frage ist hier, diese Volt-Abnahme, kann man die, gibt es da ein Gefühl, gibt es da einen Zusammenhang, wie viel darf man da erwarten, was ist die Größenordnung, wenn ich also direkt nach der OP messe, was kann mich noch beruhigen oder wo ist es dann doch zu viel? Ja, also ich beantworte Ihre Frage mal mit der Arbeit von Herrn Schmiedinger. Der ideale Volt ist zwischen 250 und 750. Wenn man 250 am ersten postoperativen Tag hat, dann nimmt es nochmal ab und zwar auch nicht nur direkt, sondern von Jahr zu Jahr. Und dann komme ich ganz schnell in den Bereich, wo man eben mit Hypo holt, wo es dann, wo die ICL unfreiwilligen Kontakt eben bekommt mit der kristallinen Linse. Deswegen ist im Prinzip ein idealer Volt in meiner Ansicht 500, 750, je nachdem, wie die Kammerwinkelsituation noch ist. Und da müssen Sie davon ausgehen, dass das immer noch, man hat es auch eben nochmal gesehen bei meinem Neuhan, genauso wie bei meiner Patientin hier, dass der Volt nochmal so um die 200, 300 ab. Mikrometer abnimmt. Aber das ist immer so Einzelfall, das kann man eigentlich jetzt nicht immer davon ausgehen. Aber grundsätzlich nimmt er eben ab. Und wenn ich über zwischen 500 und 750 lande nach der OP, dann bin ich irgendwo ein paar 500 und damit eigentlich beim idealen Volt. Perfekt. Der Verlauf, die Linse wächst, die kristalline Linse wächst und der Volt nimmt im Verlauf ab. Ja. Ja, denke ich, war das jetzt nochmal eine schöne Ergänzung und auch schön in der Zeit. Showdown, Herr Neuhan, 5 Minuten für München. Bitte schön. Ich gebe mein Bestes, dass ich in dem Fall Ihnen die Kernelemente zeigen kann. Also grundsätzlich eigentlich ein längerer Fall, aber Kernfakten ist, Patientin 82 Jahre, Cut-OP rechts, links 2008, damals schon festgestellt, Cornea guttata, also eine Fuchsche Endotheldystrophie, die aber zu diesem Zeitpunkt damals noch nicht so schlimm war, aber als limitierender Faktor eingeschätzt wurde. Dann bestkorrigierter Visus nach der Kataraktoperation, 06 rechts, 04 links. Lange haben wir die Patientin dann nicht gesehen, 2017 kamen sie wieder. Ja, zunehmende Visusverschlechterung, subjektiv, vor allem auf der linken Seite. Visus ist rechts von 0,6 auf 0,5 und links von 0,4 auf 0,2 best korrigiert. Die Hornhaut hat auch einfach schon klinisch Anzeichen einer Endothel-Dekompensation im Rahmen einer Function Endothel-Dystrophie gezeigt, mit einem feinblasigen Epithelödem, leichten Trübungen. Die Patientin hat aber immer die Empfehlung einer DMAC abgelehnt. Man wollte das tatsächlich nicht. Wurde dann mit lokaler Therapie ein bisschen entquellenden Tropfen versucht, wobei man natürlich weiß, also im Endeffekt führt das nicht wirklich einer Besserung. Und schlussendlich kam sie dann im Mai 2020, wo sie zwischenzeitlich noch ein paar Mal kam, aber immer abgelehnt hatte,
und hat sich dann für die OP entschieden. Der Visus war dann rechts 0,2, links 0,1, best korrigiert. Das sagt Ihnen schon, die Hornhaut war nicht mehr in dem besten Zustand. Ist natürlich auch nicht die beste Ausgangssituation für eine DMAC, aber dennoch in unserer Meinung oder meiner Ansicht nach auch immer noch der bessere Weg, weil es einfach ein kleinerer Eingriff ist, gerade für eine Patientin in dem Alter, dann gleich auf eine perforierende zu gehen, muss man abwägen. In dem Fall haben wir uns für eine DMAC entschieden. Und um den Fall jetzt kurz zu halten, DMAC verlief gut. Wir haben die Patientin aber dann 20 Tage nach Erst-OP gesehen, und das ist der 23.2. Und im Endeffekt, worauf ich hinaus möchte und was wir jetzt sehen werden, ist, dass es hier zu einer partiellen Ablösung des Transplantats kam. Man sieht das hier eigentlich sehr gut in diesem einen Schnitt. Das Transplantat liegt hier unten wellig an. Das ist ungefähr von 3 nach 9 Uhr. Wenn wir dann auf den Schnitt gehen im Anterion von 12 nach 6 Uhr, da sehen wir im oberen Bereich, dass das Transplantat eigentlich schön anliegt, aber gen unten sozusagen ausgeprägtes Hornhautödem mit Epithelödem. Auch hier oben sieht man das sehr schön im Anterion. Dementsprechend wurde dann ein Rebubbling gemacht. Das Rebubbling wurde am 1.3. durchgeführt und die Folgeaufnahme war dann am 15.4. Und das ist eigentlich das Bild, wo uns das Anterion wirklich hilft. Also das Anterion setzen wir sehr gut ein, oder sehr gerne ein für die DMAC, weil gerade wenn Ödem besteht, können Sie ja häufig das Transplantat darunter nicht sehen. Und in dem Fall ist es so, man sieht hier nach dem Rebubbling, ist eigentlich der ideale Schnitt jetzt, dass das Transplantat in dem oberen nasalen Bereich immer noch anliegt, ja, oder besser anliegt auch. Die Hornhaut ist insgesamt ruhiger, etwas entquollener, aber in diesem Bereich es abgelöst ist und auch umgeschlagen ist. Ja. Sie hatte im dem unteren Quadranten im Endeffekt ein ausgeprägtes Hornhautödem und da war es wirklich schwer zu sehen, was ist das jetzt abgelöst? Ist das Transplantat da? Ist es defekt? Oder was ist die Sache? Sollen wir nochmal rebubbeln? Weil das ist ja eigentlich die Frage. Und in dem Fall haben wir uns dann dazu entschieden, nicht zu rebubbeln, weil im Endeffekt das Transplantat umgeschlagen ist und auch chirurgisch wir das schon als relativ diffizil ansehen, das jetzt wieder zu entfalten. Der Verlauf war hier fast 2 Wochen nach dem Rebubbling. Da ist das wahrscheinlich auch, kann man davon ausgehen, sind die beiden Blätter der DMAC miteinander ein bisschen verklebt oder sonstiges und das Manipulieren mit einem Instrument bei einem Umschlag ist nicht möglich. Und somit hat das im Endeffekt uns geholfen, hier die Indikation zu stellen für eine Re-DMAC. Wir haben dann die Re-DMAC durchgeführt und haben dann hier eben, was ich noch zeigen möchte, postoperativ 3 Tage später. Moment. Ein einfacher Klick auf den Fall, nur einmal drauf, dann kommt er auch. Jawohl. Gut, sehen wir jetzt hier auch noch im Infrarotbild, rechts im Bild sehr schön die Gasblase, unten die IE, die offen ist und auch hier im Vergleich zu dem Bild, das ich Ihnen initial zeigte, einen viel ruhigeren Befund. Wir haben hier auch noch nebenbefundlich die Verbandskontaktlinse drauf. Und im Endeffekt sehen wir jetzt die Patientin Ende der Woche nochmal für den Verlauf. Aber jetzt bin ich hier auch sehr zuversichtlich. Man sieht auch im unteren Bereich sehr gut die Iris-Details schon, also deutlich besser auch im Infrarotbild, als es vorher war. Und ja, so viel dazu. Im Endeffekt Planung, Prozedere bei DMAC ist das Anterion in meinen Augen eines der besten Tools, um ja, weitere Planung anzustoßen. Ja, das ist die hohe Auflösung hilft halt die Bildqualität. Gibt es vielleicht, kurze Frage, haben wir noch an die beiden anderen Kollegen, gerade was das Bild angeht, das haben wir den DMAC als Beispiel, fällt jemand noch eine andere Anwendung ein, wo einfach das Detail sehr wichtig ist bei operativen Situationen, wo Sie die Bildauflösung unbedingt brauchen oder ist das DMAC so das klassische Gebiet oder wo schauen Sie noch gern auf Bilder einfach? Also zu DMAC fällt mir noch ein, was auch
sehr hilft hier, ist zu auszuschließen, dass man eine Upside-Down-Implantation hat. Ja? Dieses Aufrollen, das sieht man da, das hat man gerade schön gesehen, dass man das sehen kann. Das Zweite ist, da konnte ich jetzt nicht so drauf eingehen, aber die Ausmessung des Engel-zu-Engel-Abstandes bei der Kalkulation der ECL, das ist ja etwas, was näher am Sulcus zu Sulcus ist und was man einfach durchführen kann. Das Gerät schlägt das auch vor, man muss es nur bestätigen. Und dann hat man diese ACA-Messung und die ist etwas größer in der Regel als der Weiß zu Weiß und dann im Sulcus zu Sulcus. Und es gibt ein paar Arbeiten von JCIS, Igarashi aus Tokio, die haben das vor 2 Jahren gezeigt, die haben auch eine Formel entwickelt. Genau. Hier die quasi eine Kalkulation des Sizings aufgrund des Engel zu Engels dann errechnet haben. Das ist halt leider für die asiatischen Augen, das würde ich jetzt nicht auf die europäischen Augen anwenden. Genau hier ist es. Und da sieht man zum Beispiel Weiß zu Weiß 12,2 und Engel zu Engel. Ja, da misst er jetzt irgendwo, da würde ich zum Beispiel auch mit photischen Bedingungen, also das Auge anleuchten, weil dann ist der Kammerwinkel offen und dann rutscht dieser Punkt nochmal mehr in den Kammerwinkel. Aber das ist was für sehr wichtig halt und zukunftsträchtig, was bei dem Sizing, nachdem wir den Sulcus, Herr Dunker hat vorhin ja gesagt, wir kriegen ihn einfach nicht gut dargestellt. Das UWM ist belastend, es ist umständlich, keiner hat es und schlecht reproduzierbar. Und diese Engel-zu-Engel-Messung ist einfach nochmal näher dran am Sulcus zu Sulcus. Ja. Und dann kriegen wir vielleicht, müssen wir dann weniger ECLs tauschen in Zukunft. Gut. Ja, lieber Herr, das war ein ganz, ganz tolles Webinar, fand ich. Wir haben uns Zeit gelassen beim ersten drei, waren etwas, die Frühbesprechung war dann, ging auf die Visite zu, mussten wir ein bisschen Gas geben in der zweiten Runde. Es waren auf jeden Fall alles tolle Fälle, spannende Fälle, alle sind auch, es sind quasi fast alle Anwendungen, das ist auch selten da geblieben oder überhaupt gekommen. Das ist auch ein Kompliment, denke ich, an die Referenten. Und ich danke Ihnen recht herzlich, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und Ihnen draußen vielen Dank fürs Dabeisein. Alles in Kürze auch nochmal aufgezeichnet zum Nachhören und nochmal vielen Dank an alle Referenten und einen schönen Tag. Vielen Dank. Wiedersehen. Vielen Dank.